Moin, denn ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Wow, Mars Effect 3 in der Legendary Edition. Wir laufen gerade ohne Munition einem Reaper entgegen. Oh mein Gott. Oh. Oh, einfach wie die Wahnsinnigen reinlaufen. Was soll schief gehen? Lauf, 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 Shepard! Oh! Oh! Komm, ihr beiden! Nein, 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 nein! Oh, ihr habt es aber beide geschafft. Alles gut, alles gut, alles gut. Geht's euch gut? Diskussion, Garrus. Wir bringen das zu Ende. Ich werde dich immer lieben. Was heute auch immer geschieht. Ich liebe dich. Auf ewig. Shepard. Okay, wir sind auf uns allein gestellt, so wie es aussieht. Wir rennen alleine. Ohne Munition. Ich habe ein gutes Gefühl. Sus, 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 sus. Wir leben noch, aber uns geht's scheiße. Rückzug, Rückzug! Kacke, Mann. Oh. Junge, geht's dir noch gut? Junge! Oh je. Scheiße, wir müssen es schaffen, Leute, wir müssen es schaffen. Oh Gott, komm schon, Shepard, hoch den Arsch! Hoch den Arsch! Wie sollen wir denn so auf... Selbst wenn wir es jetzt auf die Citadel schaffen, wie sollen wir das denn so regeln? Wir sind ja komplett im Eimer. Sieh da! Soldat! Oh nein. So, oh mein Gott! Das war gemein. Oh mein Gott, ich dachte, der lebt noch. Komm, wir sind so nah dran. Los, 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 jetzt fall nicht in Ohnmacht. Okay. Ist der Ton? Kein Ton? Kein Ton. Ja, Ton ist überbewertet. Ich mach die Geräusche. Oh, scheiße, ist das die Normandy? Ist nicht die Normandy, oder? Warum kein Ton? Wie uncool ist das denn jetzt? Tschu, tschu.
Wir haben ja gelernt, wie man die Normen die Geräusche machen muss. Wieso kein Ton? Oh. Ich habe den Ton repariert. Heilige Scheiße. Sie hat's geschafft. Hier ist der Admiral. Sieht aus, als hätte es jemand zur Citadel geschafft. Wir müssen ihnen Zeit geben, diese Arme zu öffnen. Alle Flotten. Beim Tigel sammeln. Um jeden Preis beschützen. Okay. Was passiert hier? Oh! Shepard. Shepard. Wir sehen gar nicht gut aus. Anderson. Auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Uff, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Beschissen. Alles okay? Boah, ging mir schon besser, ne? Ich fühle mich wie tot. Lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde. Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Das ist doch pervers. Ich gehe weiter. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Die Röhren gehen nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war. Das sieht auf jeden Fall echt nicht geil aus hier. Und da sind sie und kümmern sich um alles. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Hier ist eine Spalte. Und noch mehr Gänge wie der, in dem ich vorhin war. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Ach du Scheiße, Mann. Wo sind wir denn auf der Citadel? Ich sehe etwas vor mir. Vielleicht ein Weg, um rüberzukommen. Gehen Sie nicht so weit voraus. Wo sind Sie denn Ihrer Meinung nach? Ich habe gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Mach das mal. Was haben wir zu verlieren? Anderson? Verdammt! Wo sind wir, verdammte Scheiße? Sieht echt gefährlich aus, so Blitze und so sind nie gut. Oh. Ist das Anderson? Das ist er. Anderson! Oh. Shepard! Ich kann nicht! Ich habe Sie unterschätzt, Shepard. Oh nein, ernsthaft jetzt? Was ist? Ich habe Sie gewarnt. Kontrolle sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über Sie, falls nötig. Sie
kontrollieren Sie! Das glaube ich nicht, Admiral. Sie verstehen das nicht. Mich zu kontrollieren ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte, als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören. Aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen würden. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber... nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Nein, 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 nein. Wir vernichten sie. Oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Sie haben diese Macht nicht verdient. Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein, das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tiegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Nein. Ich sehe, was Sie mit Ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder Sie, sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Eine alte, sture Soldatin, die die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Und wenn Sie sich irren? Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert... Aber ich kann! Würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht. Stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein, ich habe die Kontrolle. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ihre Worte sagen alles. Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Tiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Gehen wir. Den Rest machen wir. Das... kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht zu. Das haben Sie doch selbst bereits getan. Sie haben bereits die Menschheit zunichte gemacht. Das ist nicht wahr. Sie haben die Citadel und wir kämpfen gegeneinander, statt gegen Sie. Ich muss nur... Sie haben genau das getan, was die Reaper wollten und tun es noch, weil sie kontrolliert werden. Sie sind zu stark. Sie sind stärker. Werfen Sie die Fesseln ab. Lassen Sie sich nicht kontrollieren. Ich habe es versucht.
Sie öffnet sich. Oh, Gottes Willen. Ey, was ein Ritt, Leute. Was ein Ritt. Was ein Ritt. Ich bin jetzt so gespannt, was dieser Tiegel macht, ne? Ernsthaft. Der ist kleiner. Der ist doch das kleiner. War's, Leute. Die Arme öffnen sich. Commander? Wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Was ist das für ein Anblick? Die besten Sitze des Hauses. Wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal hingesetzt? Eine Pause muss drin sein. Wach bleiben. Wir haben es fast geschafft. Gut gemacht, Kind. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Shepard, Commander. Was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tiegel feuert nicht. Es muss irgendwas auf Ihrer Seite sein. Commander Shepard! Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wie... Commander! Okay. Wachen Sie auf! Was? Wo bin ich? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Aber wie?
Ich kontrolliere die Reaper. Sie sind meine Lösung. Okay. Die Lösung? Wofür? Das Chaos. Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein. Wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Aber den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das Alte wurde in Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus kann das niemals passieren. Das ist die Lösung. Katalysator. Sie sagten, Sie sind der Katalysator, aber was sind Sie? Ein Konstrukt, eine Intelligenz, geschaffen vor Äonen, um ein Problem zu lösen. Ich sollte Gleichgewicht bringen. Katalysator sein für den Frieden zwischen organischen und synthetischen Wesen. Dann sind Sie nur eine KI? Ungefähr so, wie Sie ein Tier sind. Ich verkörpere die kollektive Intelligenz aller Reaper. Aber Sie wurden erschaffen. Korrekt. Von wem? Jemandem, der den ständigen Konflikt zwischen synthetischen und organischen Wesen erkannte. Ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen, eine Verbindung herstellen. Aber unser Streben endete im Konflikt, also war eine neue Lösung erforderlich. Die Reaper? So ist es. Leviathan. Ich kenne ihre Schöpfer. Sie erzählten, was sie ihnen antaten. Wir haben getan, was erwartet wurde. Sie sagten, sie seien verraten und in den Vorboten umgewandelt worden. Als sie wollten, dass ich das Konfliktproblem löse, erkannten sie nicht, dass sie selbst Teil des Problems waren. Die Mängel ihrer organischen Vernunft konnten das nicht erfassen. Ihnen fehlte die Weitsicht, ihre Vernichtung als Teil der von ihnen verlangten Lösung zu begreifen. Jetzt haben sie sich diesem Krieg angeschlossen. Und ich begrüße ihre Teilnahme. Ich komme nur ihrer Anforderung nach. Reaper. Woher kamen die Reaper? Haben Sie sie erschaffen? Meine Schöpfer gaben ihnen Form. Ich gab ihnen Funktion und sie gaben mir einen Sinn. Die Reaper sind eine synthetische Repräsentation meiner Schöpfer. Der Leviathan. Ja. Ich sollte die Beziehungen zwischen synthetischem und organischem Leben überwachen. Eine Verbindung herstellen. Sie wurden der erste echte Reaper. Es gefiel ihnen nicht. War aber die einzige Lösung. Okay, klippen so durcheinander das durch. Das sagten sie schon. Aber wo bitte lösen denn die Reaper irgendwas? Organische Wesen wollen mit synthetischen ihr eigenes Dasein verbessern, aber das hat Grenzen. Um sie zu überwinden, brauchen synthetische Wesen Evolution. Sie müssen per Definition ihre Schöpfer überflügeln. Daraus entsteht Konflikt, Zerstörung, Chaos. Das ist unvermeidbar. Reaper ernten alles Leben, organisch und synthetisch, und verhindern damit, dass der Konflikt es vertilgt. Das ist kein Konflikt. Wir führen jetzt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen Konflikt mit den Reapern, aber die wollen gar keinen Krieg. Das kann ich nur schwer glauben. Wenn Feuer brennt, führt es Krieg? Ist das ein Konflikt oder tut es nur, wofür es erschaffen wurde? Wir sind darin nicht anders. Wir ernten ihre Körper, ihr Wissen, ihre Schöpfungen. Wir bewahren sie für die Wiedergeburt als neuer Reaper. Wir reinigen das Feuer, schaffen wir wieder Gleichgewicht. Neues Leben, organisch und synthetisch, kann wieder entstehen. Tigel. Was wissen Sie über den Tigel?
Das Gerät, das sie Tigel nennen, ist kaum mehr als eine Energiequelle. Aber in Verbindung mit der Citadel und den Portalen kann es enorme Energiemengen in der ganzen Galaxie freisetzen. Es ist simpel, aber effektiv und anpassungsfähig. Wer hat es entworfen? Sie kennen sie nicht und für Erklärungen ist nicht genügend Zeit. Wir haben das Konzept für dieses Gerät vor einigen Zyklen erstmals bemerkt. Mit jedem Zyklus hat es sich ohne Zweifel weiterentwickelt. Warum haben Sie nichts unternommen? Wir dachten, das Konzept wäre ausgelöscht worden. Organische Wesen sind eindeutig findiger, als uns klar war. Sie werden uns nie verstehen oder wir wollen doch nur überleben. Machen wir das. Aber sie nehmen uns unsere Zukunft und damit auch jede Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir auch eine Maschine sein, die nur ihre Programmierung erfüllt. Es gibt Hoffnung, mehr als sie ahnen. Dass sie hier stehen, als erstes organisches Wesen überhaupt, beweist das. Aber es heißt auch, dass meine Lösung nicht länger funktioniert. Und jetzt? Wir finden eine neue Lösung. Warum erzählen Sie mir das? Wozu die Hilfe? Sie haben die Variablen geändert. Was soll das heißen? Der Tigel hat mich verändert, neue Möglichkeiten geschaffen. Aber ich kann sie nicht umsetzen. Wenn es eine neue Lösung geben soll, müssen sie handeln. Es liegt jetzt in ihrer Macht, uns zu vernichten. Aber eine Warnung, andere werden auch vernichtet. Der Tigel kennt keine Unterschiede. Alle synthetischen Wesen sind sein Ziel. Sogar sie sind zum Teil synthetisch. Ach du Scheiße. Ich will Details. Was genau wird passieren? Ihr Tigel scheint größtenteils intakt zu sein. Trotzdem wird die Explosion nicht nur Auswirkungen auf die Reaper haben. Für sie wichtige Technologien werden betroffen sein. Aber die Überlebenden sollten das alles problemlos reparieren können. Es wird trotzdem Verluste geben, aber nicht schlimmer als bisher. Wird das den Krieg beenden? Aber die Reaper werden vernichtet? Ja, aber der Frieden ist ohne Bestand. Bald erschaffen ihre Kinder erneut synthetische Wesen und das Chaos kehrt zurück. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es. Sie könnten mit der Energie des Tigels auch die Kontrolle über die Reaper übernehmen. Dann hatte der Unbekannte recht. Ja, aber er hätte die Kontrolle nie erlangt, weil wir bereits ihn kontrolliert haben. Aber ich kann... Sie werden sterben. Sie kontrollieren uns, aber sie verlieren alles, was sie haben. Ich verstehe nicht. Wie kann ich die Reaper kontrollieren, wenn ich tot bin? Ihr Körper wird aufgelöst, aber ihre Gedanken und sogar ihre Erinnerungen existieren weiter. Die Verbindung zu ihrer Art bricht ab, aber sie werden sich ihrer Existenz bewusst sein. Ich glaube, ich verstehe. Aber die Reaper gehorchen mir? Ja. Sie können uns dann kontrollieren und nach Belieben lenken. Es gibt eine andere Lösung. Synthese. Und das wäre? Die Verschmelzung ihrer Energie mit dem Tigel. Die Kettenreaktion gibt allem synthetischen und organischen Leben ein neues gemeinsames Gerüst. Eine neue DNA. Wie muss ich mir das vorstellen? Erklären Sie, wie meine Energie dem Tigel hinzugefügt werden kann. Ihre organische Energie, die Essenz dessen, wer und was sie sind, wird aufgelöst und dann freigesetzt. Um was genau zu tun? Wird die Energie des Tigels so freigesetzt, ändert das die Matrix allen organischen Lebens in der Galaxie. Organische Wesen erstreben Perfektion durch Technologie,
Synthetische Wesen durch Einsicht. Organische Wesen integrieren sich danach perfekt in synthetische Technologie. Und synthetische Wesen verstehen organisches Leben. Das ist die ideale Lösung. Jetzt, wo wir um diese Möglichkeit wissen, müssen wir die Synthese erreichen. Warum konnten Sie das nicht früher machen? Wir haben schon früher ähnliche Lösungen ausprobiert. Und sind immer gescheitert. Warum? Weil die organischen Wesen nicht bereit waren. Man kann so etwas nicht erzwingen. Sie sind vorbereitet und können diese Wahl treffen. Das ist eine große Veränderung. Ich weiß nicht. Warum nicht? Sie sind selbst zum Teil synthetisch. Könnten Sie sich davon trennen? Also leben wir einfach weiter. Zusammen. Der Zyklus endet. Die Reaper beenden die Ernte und die Zivilisation in ihnen werden mit uns allen verbunden sein. Synthese ist die letzte Evolution allen Lebens. Die Wege sind offen. Aber Sie müssen entscheiden. Okay, Leute. Kann man jetzt hier speichern eigentlich? Nein, natürlich nicht. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder die Kontrolle über die Reaper zu übernehmen, die Reaper zu zerstören oder die Synthese anzustreben. Ihr dürft mir gerne jetzt in die Kommentare hauen, was ihr machen würdet. Und ich werde tun, was ich tun werde. Ich habe mich natürlich im Vorhinein nicht informiert, was jetzt hier das beste Ende ist und werde einfach aus meinem Bauch heraus entscheiden. Also ich kann auf jeden Fall die Reaper nicht übernehmen. Ich möchte hier nicht, ich finde nicht, dass irgendein Mensch das Recht hat, so eine Macht mit sich herumzueiern. Die Reaper zu zerstören, stimme ich ihm zu, wird das Problem auf lange Sicht nicht lösen, kurzfristig ja. Und wir könnten so wahrscheinlich zu unserem Snooki Putzi Garrus zurückkehren, was ich irgendwie Shepard wirklich wünschen würde. Aber das beste Ergebnis meiner Meinung nach, auch wenn es hart wird für uns, weil wir uns opfern müssen, ist vermutlich das Anstreben der Synthese. Deswegen werde ich das jetzt tun. Okay? Schauen wir, was passiert. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Haut mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Und wir werden sehen, was hier nun passiert, wenn Shepard sich in langsamen, gemütlichen Schritten in Richtung des Synthesestrahls vorgearbeitet hat. Komm schon, Shepard. Ist nicht mehr weit. Wir schaffen das. Das ist echt eine super, super schwere Entscheidung. Ich weiß auch noch nicht, ob ich damit zufrieden bin. Ich würde gerne meinen Garrus wiedersehen. Sag ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. Zerstören der Reaper. Ach, ich wollte gerade nochmal umentscheiden. Aber nee, es ist zu spät. Ich habe es jetzt getan. Ich wollte mich gerade nochmal umentscheiden. Vielleicht doch die Reaper einfach zu vernichten. Aber nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt wird es passieren. Ich habe mich der Synthese geopfert. Oh, mein Garrus. Meine ganzen Kumpels jetzt. Thank you.
Ich bin am Leben. Wir alle, synthetisch oder organisch, wurden verändert. Der Krieg ist vorbei und die Reaper helfen beim Wiederaufbau. Haben sie uns vorher mit Auslöschung bedroht, bringen sie uns nun das kollektive Wissen der Kulturen, die vor uns da waren. Als Galaxie können wir nun leben, wie wir es uns wünschten. Die ersten Schritte machen in eine neue, wunderbare Zukunft, wo organische und synthetische Wesen friedlich zusammenleben. Mit galaxieweitem Frieden und unbegrenztem Zugriff auf Wissen kleine Kroganer-Kinder da hinten, süß der eine. Oh. Die Größe zurückerlangen, die verloren ging. Sie übertreffen. Wir erhalten unsere Welten zurück und die Sterne. Die Trennung zwischen synthetisch und organisch verschwindet und vielleicht auch die Sterblichkeit hin zu einer Existenzform, die ich mir nicht vorstellen kann. Wir werden nicht vergessen, dass dieses neue Leben einen hohen Preis hatte. Ungeachtet aller Fortschritte werden wir an die Opfer derer denken, die das ermöglicht haben. Wir werden uns an Shepard erinnern. Ihretwegen. Ich bin am Leben. Und ich bin nicht allein. Gott, ja, damit endet unsere Reise, Leute. Ich kann es auch gar nicht glauben. Ja, also ich weiß nicht, ich bin zufrieden mit dem Ende, sage ich jetzt mal so, aber ich hätte mir ein Wiedersehen mit Shepard und Garrus schon irgendwie sehr gewünscht, muss ich jetzt echt gestehen. Also, ich schwanke hart immer noch, ob vielleicht Reaper auslöschen, vielleicht doch.
Es wäre auf jeden Fall kurzfristig wahrscheinlich das schönere Ende gewesen, aber auf lange Sicht wäre es wahrscheinlich eine sehr egoistische Entscheidung gewesen, weil ich es nur getan hätte, damit ich meinen guten Garrus wiedersehen kann. Und es hätte natürlich den Frieden nur eine Zeit lang aufrechterhalten. Wie gesagt, haut mir mal gerne euren Lösungsansatz in die Kommentare. Was hättet ihr gemacht von den drei Optionen und wie hat euch das Ende gefallen? Und natürlich jetzt vor allen Dingen jetzt für all diejenigen, die von Teil 1, 2 bis jetzt hier zu Teil 3 dabei waren, interessiert mich natürlich vor allem jetzt, wie hat es euch gefallen? Vor allen Dingen denjenigen, den ich beim ersten Teil gesagt hatte, direkt zum Intro sozusagen. Leute, selbst wenn ihr mit Sci-Fi-Gedönse nichts anfangen könnt, gönnt euch mal trotzdem und bleibt zumindest am Anfang erstmal am Start. Vielleicht puckt euch das ja doch noch. Die Leute, die sich vielleicht am Anfang dachten, oh nee, dieses ganze militärische Gedönse und dann hier dieses Star Wars-artige Raumschiff rumgeeiere, das ist nicht so meine Welt, ne? Diejenigen, die das echt dann doch sich reingezogen haben, rückblickend betrachtet, würdet ihr sagen, hat sich gelohnt und wie hat es euch gefallen? Da bin ich wirklich sehr, sehr interessiert. Ich tatsächlich, ich finde halt natürlich Mass Effect 3 ist einfach genial. Brauchen wir nicht drüber reden, also. Ich bin schwerst begeistert. Das Writing ist halt nice. Top wird immer besser und besser von Teil 1. Teil 1 ist schon gut. Teil 2, finde ich, setzt nochmal einen drauf. Teil 3 wird meiner Meinung nach von der Erzählung her ist das gut. Gameplay-mäßig natürlich deutlich nochmal oben einen draufgesetzt, aber fühlt sich schreckenweise dann doch ein bisschen mehr wie so ein Call of Duty an. Jetzt vor allen Dingen das Ende war natürlich Action ohne Ende. Aber gut, bei dem Setting ist ja klar, dass es am Ende irgendwie mit einer richtig fetten Bombe dann nochmal zu Ende geht, ne? Aber alles in allem, ich bin sehr zufrieden und bin auch sehr zufrieden mit der Remaster-Edition. Bisschen gestört hat es gelegentlich, dass dann die Charaktere so durch die Gegend klippten, was einen manchmal vor allen Dingen in emotionalen Momenten ein bisschen rausgeholt hat. Aber davon abgesehen, super, super geremastert und auch heute immer noch sehr, sehr spielenswert, ne? Tja, da soll mal wieder einer sagen, Videospiele wären keine Kunst und Videospiele könnten keine geilen Geschichten erzählen, weißt du? Verrückt. Das ist schon jetzt eine richtig heftige Reise gewesen, wenn man überlegt, was wir da alles erlebt haben, wie viele Leute wir kennengelernt haben. Ach, herrlich. Wirklich, wirklich richtig geiles Game. Und ich kann es euch nur empfehlen, selbst wenn ihr es jetzt hier bei mir gedaddelt habt, mitgeguckt habt, wenn ihr gehuckt seid oder euch das gefallen hat, gönnt es euch einfach mal selber und spielt es einmal selber. Ihr seht ja, man kann im Zweifel den Schwierigkeitsgrad einfach auf ich will nur die Geschichte erleben stellen. Da kommst du da geschmeidig durch, auch wenn man nicht so die Shooter-Erfahrung hat. Also wir haben ja nicht ein einziges Mal gelitten. War ja echt so, ne? Bis auf eine Stelle, wo es hier mit der Zeit so ein bisschen übel war, wo dauernd die Wellen kamen. Das war ein bisschen nervig. Aber es war eher nervig, nicht unschaffbar, sag ich mal. Und deswegen, da es ja so viele verschiedene Enden und Möglichkeiten und Entscheidungen gibt, ist der Wiederspielwert natürlich entsprechend hoch. Und ich finde, jeder von euch sollte auf jeden Fall dieses Abenteuer auch mal mit seinem ganz persönlichen eigenen Commander Shepard erleben, ne? Seine ganz eigene Liebesaffäre haben. Und seine ganz, ganz eigenen Entscheidungen treffen. Tja. Echt gutes Game. Ich lasse hier natürlich jetzt wie immer die Credits zu Ende laufen, weil ich finde, die Leute haben es verdient. Wenn ich clever bin, habe ich vielleicht mich daran erinnert, die Abspannmusik ein bisschen leiser zu drehen, damit ihr mich noch quatschen hören könnt, aber wie ich mich kenne, habe ich das wieder vergessen. Wir werden sehen. Ey, was ein Epos, Mann. Jetzt die letzte Folge auch ein bisschen länger geworden, ne? Knapp alle 50 Minuten hängen wir schon rum. Aber es musste jetzt dann auch beendet werden. Tja. Ah, aber ich bin froh. Ich bin froh. Und ich glaube, wir haben ein gutes... Also ich glaube, das ist das gute Ende. Ich bin mir nicht sicher. Also an die Experten, ihr könnt mich gerne mal aufklären. War das jetzt das gute Ende oder war das nicht das gute Ende? Wie wäre es ausgegangen, wenn wir nicht genug Aktivposten gesammelt hätten? Also, wie sieht denn das absolut schlechteste Ende aus? Kann es sein, dass man gar nicht so weit kommt und die Reaper komplett gewinnen? Also, dass man gar nicht bis zur Citadel kommt und diese Entscheidung überhaupt treffen kann, weil man vorher schon nicht genug Aktivposten hat. Ne? Haut mir denn gerne in die Kommentare rein, ne? Bin ja immer neugierig. Tja. Leviathan, ja, der war nicht so schlecht. Das Ende war okay. Also, das Ende war dann, hat dann Fahrt aufgenommen. Am besten hat mir tatsächlich der Citadel DLC gefallen, der war Hammer. Omega war auch cool, weil halt da auch diese weibliche Turianerin mit dabei war, die echt cool war. Ach Gott, was ein Game. Doch, ich muss es gerade, es sackt gerade alles so ein bisschen, was man so alles erlebt hat, was für emotionale Geschichten da mit dabei waren. Ja, ich bin einfach nur froh.
dass es solche Spiele halt gibt, weißt du? Oh, ich werde gerade schon wieder emotional, Leute. Oh Gott. Ach ja, ist so. Ich find's schön. Ich find's schön. Einfach schön. Einfach schön. Da ist auch die Nyrene. Ach ja. Ja, Frage kam auf, ob wir den nächsten Teil auch noch spielen hier, Andromeda. Der gehört ja nicht mehr zu dieser Shepard-Trilogie. Das ist ja ein eigenständiger, neuer Teil. Ich hatte den vor vielen Jahren, als er rauskam, mal angezockt und war gar nicht begeistert. Deswegen habe ich ihn nie durchgespielt, auch nicht weit. Also ich habe den so, keine Ahnung, 4 Stunden oder so gespielt. Er war letztens bei Steam im Angebot. Ich habe ihn bei Steam jetzt nochmal gegönnt mit allen DLC. Und insofern würde ich sagen, werden wir den auch noch anschließen, damit wir Mass Effect-mäßig auf Stand sind. Ich will es einfach selber wissen. Jetzt bin ich auch mal selber neugierig, was da abgeht in dem anderen Game. Deswegen, ja, werden wir das tun. Ich denke, ich schiebe ihn sogar direkt hinten dran. Ich muss mal gucken, wie es zeitlich klappt, weil ich ja Elden Ring noch mit angefangen habe. Und da jetzt gerade schon nicht dazu kam. Und Elden Ring habe ich halt auch irgendwie Bock drauf. Ich guck mal. Also vielleicht, wenn ihr Glück habt, geht's hier jetzt direkt mit dem nächsten weiter. Ansonsten, nach einer kleinen Pause Wangs der Elden Ring, könnte es sein, dass es dann weitergeht. Aber mal gucken. Ich bin echt ganz neugierig so auf das andere Ding, ne? Dum, 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 dum. Ja, ey, schön. Aber wirklich auch Props an alle, die bis zum Ende mit dabei waren. Danke für eure ganzen zahlreichen Kommentare. Es war mir wieder ein Fest. Ach guck mal, es gibt sogar noch ein Outro. Hat sich gelohnt, dass ihr noch dran geblieben seid bei den Credits. Ich sag's euch. Sonst hättet ihr das jetzt verpasst. Ist wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Stargazer? Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber in Ordnung. Nur noch eine. Glückwunsch, dass Sie die Reaper-Bedrohung beendet haben. Commander Shepard ist zur Legende geworden und Sie können diese Legende noch weiter aufbauen. Es war eine lange Reise für Shepard und für das Team hier bei BioWare. Und genau wie Shepard hatten wir es allein nicht geschafft. Die Mass Effect-Trilogie begann als Vision eines kleinen Teams, aber über die Jahre ist sie gewachsen, das kann man wohl sagen. Dieses Wachstum wurde genährt und in Form gebracht durch das Feedback und die Unterstützung unserer Spieler-Community. Danke, dass sie diese Reise mit uns unternommen haben und wir freuen uns schon darauf, mit ihnen neue Abenteuer im Universum von Mass Effect zu erleben. Dit Mass Effect Team, ja, das nächste Abenteuer ist ja wohl nicht so gut gelaufen. Ob das jetzt alleine die Schuld des BioWare Teams war, oh, weiß man jetzt nicht so genau, ne? Ach Leute, aber ich kann auch nur sagen, danke, dass ihr mit mir diese Reise angetreten seid und ich hoffe, wenn ihr Bock habt, treten wir gemeinsam dann noch die nächste Mass Effect-Reise an. Und ich, wie gesagt, wünsche euch viel Spaß. Solltet ihr jetzt nach diesem Projekt eure eigene kleine Mass Effect-Reise mit Commander Shepard antreten, berichtet mir gerne in den Kommentaren, ob ihr das tun werdet. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare. Mir war das wirklich ein richtiges Fest, das mit euch nochmal durchzuerleben. Es war wirklich einfach schön. Und ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken, vielen lieben Dank wirklich nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.